Hallo und herzlich willkommen zu meinen Lieblingstransformationsübungen. Heute möchte ich dir das Thema Selbstmassage vorstellen. Ich persönlich fange gerne bei den Füßen an, weil es aus meiner Sicht sehr wichtig ist, dass wir da Aufmerksamkeit und Energie hinbringen, damit sich die Energie gleichmäßig verteilt im gesamten Körper. Und die Tendenz in unserer Gesellschaft ist doch, dass die Energie sich konzentriert im Kopf. Und indem ich mir die Füße massiere, gibt es mehrere gute Effekte für meinen Körper und auch für meinen Geist und für mein Energiefeld. Also einerseits die Gleichverteilung der Energie, andererseits natürlich auch die Bewegung der Lymphflüssigkeiten, des Gewebes, der Muskulatur und des Blutes und der Gelenke in diesen empfindlichen Bereichen unserer Peripherie. Vielleicht nimmst du wahr, auch jetzt schon beim Massieren meiner Füße bewege ich natürlich gleichzeitig auch meine Finger und Hände. Das ist ein großer Vorteil. Du kannst dann auch von den Füßen weitergehen zu den Unterschenkeln und diese einmal durchkneten. Ja, wir wissen von älteren Menschen, da ist die Stauung am größten und am schnellsten auch sichtbar. So in Form von Krampfadern und Ähnlichem, dem kannst du vorbeugen, indem du einfach regelmäßig da in Kontakt gehst. Und außerdem auch dann die Punkte triffst, die man Meridianpunkte nennt, Akupunkturpunkte. Wo halt fühlbar ist, wenn da Energien sich stauen und deine Finger haben so eine intuitive Weisheit. Die finden diese Punkte und es lohnt sich dann einfach eine Weile dran zu bleiben und natürlich dann auch die Seiten zu wechseln, logisch. Und ich arbeite mich dann so langsam hoch, so wie ich es gelernt habe. Und zwar habe ich bei einem Masseur Chua Ka gelernt. Das ist die Massage, die die Samurai angewendet haben, um sich selber auch zu heilen und aber auch zu entdecken, dass die verschiedenen Körperteile mit ihren Symptomatiken immer verbunden sind mit auch psychischen Symptomen und Themen. Von daher wirst du nicht nur körperliche positive Effekte haben, wenn du dich durchmassierst von Zeh bis Kopf, sondern eben auch ein psychologisches Gleichgewicht erreichen, eine Harmonie, eine Balanciertheit, die dir hilft, in diesem Leben klarzukommen mit den Herausforderungen deines Lebens. Ja, also geh einfach weiter über die Knie, über die Oberschenkel. Du kannst dir auch den Bauch massieren. Du kannst hier richtig reingehen in die ganzen Bereiche. Manche machen das auch sowieso schon intuitiv, aber es ist auch manchmal gut, das systematisch zu machen. Und dann einfach wirklich sich Zeit zu nehmen für jeden Bereich. Viel länger, als ich es jetzt hier mache. So, das kannst du ja auch, wenn du möchtest, nebenbei machen, während du einen schönen Film guckst oder eine gute Musik hörst. Oder mit besonderen, bestimmten Menschen kannst du es auch machen, während du mit ihnen ein Gespräch führst. Na, und dann kommst du irgendwann zu den Fingern. Man kann sie richtig Gelenk für Gelenk einzeln ausmassieren und gerne auch zwischen den Fingern, die sogenannten Schwimmhäute. Ja, da spürst du teilweise dann auch, dass da ein bisschen was zippt und zwackt. Ja, dann ist es besonders gut, da dran zu bleiben. Ja, du kannst hier bis in die Fingernägel reingehen, in diese Bereiche und spüren, ah ja, da habe ich schon lange nicht mehr mich berührt. Es macht wirklich Sinn. Dann gibt es hier diesen großen Loslasspunkt. Ja, wenn du hier reingehst in dieses Dreieck oder diesen Hügel machst, wenn du beides zusammen auf dem höchsten Punkt, na, da gehst du rein und spürst, wow, da passiert was. Wenn ich da ein bisschen länger drauf drücke, genau, loslassen, atmen, ganz wichtig. Ja. So, und wenn du dann hier in diesem Bereich bist, empfehle ich dir, die Finger zu verschränken und hier zum Beispiel mit den Daumen hinten lang zu laufen an der Halswirbelsäule. Das bringt sehr viel. Ja, und dann auch dir den Kopf zu massieren, das geht bei mir natürlich besonders gut. Die Ohren, da sind ganz viele Meridianpunkte dran, die ähnlich wie bei den Füßen sozusagen mit dem Rest des Körpers verbunden sind. Fußreflexzonenmassage und Ohrreflexzonenmassage sind wirklich sehr essentiell wertvoll für das gesamte System. Na, und dann kannst du auch die Hände zwischendurch mal reiben, um sie zu energetisieren. Manchmal mache ich das auch so, dass ich dann nochmal von oben richtig Energie runterhole und dann gehe ich mir auch ins Gesicht rein. Ne? Hier ist dieser große Kiefermuskel, der beim Mann sogar der stärkste Muskel ist. Bei der Frau ist die Gebärmutter noch stärker,
als dieser Muskel hier, der immerhin 1 Tonne pro Quadratzentimeter an Kraft aufbringen kann. Ja. Und ich gehe mir hier richtig auch in diesen Bereich rein. Nase, Lippen. Ja. Und klopfen, streichen, massieren. Da geht alles möglichst liebevoll natürlich. Und dann spürst du auch von selbst, also was da angemessen ist, ne? Wie weit du gehen darfst. Zum Beispiel, wenn du hier in diesen empfindlichen Bereich gehst, der für uns Sängerinnen und Sänger eine große Rolle spielt, dann ist es interessant, die Punkte zu finden. Aber es ist auch wichtig, eben zärtlich und zart zu sein, weil es eben alles sehr empfindlich ist. Ja, so. Und dadurch kriegst du mehr Bewusstheit auch in deinen ganzen Körper rein. Und das hilft einfach, mit dem Körper dann auch flexibel umgehen zu können. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen inspiriert, dich jetzt mal selber zu berühren oder schon längst berührt zu haben während dieses Videos. Lässt sich ja auch immer gut mitmachen. Und ja, von daher wünsche ich dir einen entspannten und angenehmen und kraftvollen Tag. Und falls du dich gefragt hast, wo ich jetzt hier eigentlich mich gerade befinde, ich sitze gerade auf meinem Trampolin. Und deswegen ist dieses Netz im Hintergrund, das ist für die Kinder. Und ja, da bin ich jeden Morgen drauf, eine meiner Lieblingsgewohnheiten. Und ich sage einfach mal, bis bald. Ciao.